Die Schweiz ist ein Land, das gerne spart. Das ist gut so, denn wer spart, sorgt für die Zukunft vor. Auch unsere Unternehmerinnen und Unternehmer sorgen gerne vor. Damit ein Unternehmen in die Zukunft investieren kann, muss es Kapital aufnehmen. Nur so kann es wachsen und Arbeitsplätze schaffen. Doch halt! Leider gibt es etwas, das Investitionen in die Zukunft erschwert. Es ist eine Steuer, die es so in kaum einem anderen Land gibt. Die Emissionsabgabe, ein Teil der Stempelabgaben. Immer dann, wenn ein Unternehmen gegründet wird oder sein Kapital erhöht, muss es 1% als Steuer entrichten, bevor es auch nur einen Franken Gewinn erwirtschaftet. Es gibt eine Freigrenze von 1 Million Franken. Trotzdem sind jedes Jahr rund 2000 Unternehmen betroffen. Der überwiegende Teil sind KMU und Startups. Pro Jahr müssen Unternehmen rund 250 Millionen Franken als Abgabe bezahlen. Geld, das sie sonst für Investitionen einsetzen könnten. Die Bedeutung für den Bundeshaushalt ist klein. Die Emissionsabgaben machen nur einen geringen Teil der Stempelabgaben aus und lediglich 0,3% der gesamten Steuereinnahmen des Bundes. Für die KMU geht es aber um viel Geld. Im Sommer 2021 hat das Parlament deshalb mit großer Mehrheit beschlossen, die Stempelabgaben anzupassen und dabei die Emissionsabgabe auf Eigenkapital abzuschaffen. Es ist eine Entlastung, die gerade in den kritischen Phasen der Unternehmensentwicklung positive Impulse setzt und Arbeitsplätze sichert. In der Start-up-Phase, wenn ein Jungunternehmen Kapital aufnimmt. In Phasen des Wachstums, wenn das Eigenkapital erhöht wird, um Investitionen und Transaktionen zu finanzieren. Und ganz besonders in schwierigen Phasen, wenn es gilt, das Überleben durch neues Kapital zu sichern. In all diesen Phasen zeigen sich die Vorteile der Entlastung. Sie erleichtert Innovation, sie stärkt das Gewerbe und sie hilft in Krisen, Arbeitsplätze zu erhalten. Kurzum, der Wegfall der Abgabe ist eine kleine Einbuße für den Staat, aber eine nachhaltige Investition für die ganze Schweiz. Die Schweizer Wirtschaft empfiehlt deshalb, bei der Änderung des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben ein Ja in die Urne zu werfen.